Wir sehen hier ein Zweifamilienhaus, das 1930 gebaut worden ist. Mein Sohn und ich haben das in den 90er Jahren gekauft, vom letzten Jahrhundert. Und wir sehen das schön auf dem Bild, was wir uns überlegt haben, was man mit der Sonne machen kann. Wir sehen drei Felder mit Solaranlagen und oben an der Gaube, das mit den Röhren, das sind Röhrenkollektoren, die mit der Sonnenenergie Wärme produzieren. Die Wärme brauchen wir auch zur Heizungsunterstützung im Winter. Und gerade zum Hochmachen, dass man hier nicht zu viel erzählen muss von diesen Röhrenkollektoren. Wir haben im ersten Jahr, als sie in Betrieb war, 25% Gas eingespart und im zweiten Betriebsjahr schon 31% Gas eingespart. Die Sonnenkollektoren, die Strom machen, sind noch nicht so lange auf dem Hausdach. Die sind erst seit dem letzten Ende Oktober aufgemacht worden. Und wir haben doch jetzt mit allen Zellen zusammen in den ersten 6 Monaten von diesem Jahr 13% mehr Strom produziert, als wir in diesem Haus überhaupt brauchen. Es ist also ein Vollenergiehaus geworden, das uns begeistert. Wir sind jetzt im Keller runtergekommen von diesem Haus, wo die Solaranlage auf dem Dach oben steht. Und das wäre der 1000-Liter-Tank, wo die Wärme vom Dach abtransportiert wird und hier innen gespeichert wird. Im Sommer produzieren wir viel zu viel Wärme und könnten noch x so Tank füllen mit Wärme, dass man auch im Winter noch Energie hätte zum Benutzen, zum Heizen. Aber das Volumen, das schaffen wir in keinen Keller rein. Hier sind die drei Gleichrichter von der Solaranlage. Das ist auch in dem Keller unten, wo wir vorher auf dem Hausdach oben gesehen haben. Eins, das wäre der Gleichrichter von dem, was an der Hauswand ist. Das ist der Gleichrichter von den Feldern, die links und rechts von der Gauben oben sind. Und das ist der Gleichrichter von den Feldern, die unterhalb von der Gauben auf dem Dach oben sind. Interessant hat sich gezeigt im Januar, wo wir Schnee auf dem Hausdach oben hatten, sind die beiden ausgefallen auf dem Hausdach oben, weil Schnee auf den Panels gelegen ist. Aber der hat munter produziert bei diesem schönen Wetter. Da haben wir eine optimale Produktion gehabt, immerhin noch von der Hauswand. Der Elektro Basel Land hat uns bei der Photovoltaikanlage, wir haben das schön absprechen miteinander, wo die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen worden ist, haben sie uns das Gerät montiert. Das tut den Strom, wenn auf dem Dach oben jetzt mehr produziert wird, als das Haus braucht, dann läuft der Zähler von diesem Gerät retour. Das Diagramm zeigt ganz schön den Erfolg von den Panels im ersten halben Jahr, vom 1. Januar bis zum 30. Juni. Wir haben einen Überschuss an Energie von 15% und die Elektra Basel Land können zurückliefern. Das ist ein schöner Erfolg für das erste halbe Jahr. Mit dem haben wir eigentlich gar nicht gerechnet. Wir haben 3 Monate mit grossen Überschüssen, 2 Monate, wo wir Strom haben beziehen mussten und 1 Monat, wo es gerade so eben aufgegangen ist. Die Motivation, dass wir die Anlage gemacht haben, war nicht zum Geld verdienen. Wir haben es wohl bei der Swiss Grid angemeldet, unser Projekt. Wir haben aber noch keine Zusage, dass wir irgendwelche Einspeisevergütungen bekommen. Was wir heute bekommen, ist von der Elektra Basel Land einfach der 1:1. Sie zahlen uns gleich viel, wie wir ihnen zahlen für den Strom. Meine Hoffnung ist, dass noch viel mehr Hausdächer, die so günstig liegen wie unser Haus in Brattelen, auch bestückt werden mit Solarpanels. Und wenn irgendjemand Interesse hat von den Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer, dann dürfen Sie sich ruhig bei mir melden. Ich bin also jederzeit bereit, einen Rundgang zu machen, die Anlage anzuschauen und auftauchende Fragen zu beantworten.